Oh, mein Lieblingswolf und meine Lieblingslaus sind sicher zurückgekehrt. Als ich die Windhöhle am Schrein zu drehen begann, wusste ich, dass du es warst. Ein sehr erfrischter Wind begann durch unser Dorf zu wehen. Du hast Rotel besiegt und den göttlichen Wind wiedergebracht. Die Hundekrieger machten Freunde, aber sie sind schwer zu kontrollieren, wie immer. Ich weiß nicht, wie ich dir für das, was du getan hast, danken soll. Ich möchte auch meinen Dank diesem mutigen Reisenden gegenüber zum Ausdruck bringen. Und Fusehime, Letzte des Hauses Adrumi, das hast du gut gemacht. Was? Du kennst Fusehime? Selbstverständlich tue ich das. Ich war ihr Ehemann und der Oberpriester dieses Schreins. Meine verbliebenen Ängste um das Dorf Kusa banden meinen Geist an diesen Ort. Aber dank dir kann ich jetzt endlich Frieden finden. Fusehime und die Hundekrieger müssen noch eine Menge lernen, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass sie es schaffen werden. Ich werde über sie wachen. Lebt wohl. Ich werde für eure Gesundheit und euren Erfolg beten. Und damit hallo zu einer weiteren Ausgabe Okami HD. Wir haben den Windschrein gelöst. In der letzten Folge haben wir Rotel besiegt. Das war eine ziemlich knappe Kiste. Was ist ihr beiden? Was guckt ihr beiden euch an? Ach nichts. Auf jeden Fall, meine Schöne, müsst ihr uns nicht danken. Beschützt einfach weiter das Dorf als Oberpriesterin des Schreins. Ich weiß, ihr werdet alle Hände voll zu tun haben. Mit diesen nervigen Hunden. Ich war sehr kraftlos, seit der letzte Oberpriester dahin geschieden war. Aber als Oberpriesterin werde ich mein Leben dem Schrein widmen und die verbliebenen 5 Hundekrieger bändigen. Das ist die richtige Einstellung. Nice. Wir haben in der letzten Folge auch eine neue Waffe bekommen. Die wollen wir natürlich direkt auch benutzen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Kombination ist. Probieren wir es einfach mal aus. Könnt ihr mir übrigens gerne auch in den Kommentaren sagen, ob das eine gute Kombination an Waffen ist oder ob es da bessere Möglichkeiten gibt. Ich sehe, dass ihr eure Reise fortsetzen müsst. Ich werde für euch beten. Okay, hast du noch was zu sagen? Nun, da Rotel weg ist, werden wir das Dorf beschützen. Wirklich? Nun, wir werden auf euch zählen. Okay, die haben nichts mehr zu sagen. In der letzten Folge haben wir auch... sind wir jetzt wieder da? Jetzt sind wir wieder am Windschrein, da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen wieder ins Anfangsgebiet. Wir haben in der letzten Folge... Komische Kameraansicht. Wir haben in der letzten Folge Vaka getroffen, der uns den Lindwurmkristall vor der Nase weggeschnappt hat. Damit kann man in die Mondhöhle gelangen. Und da müssen wir offensichtlich hin. Deswegen müssen wir jetzt zur Mondhöhle und schauen, ob wir da irgendwie reinkommen. Wow, warte mal, Fellknäuel. Lass uns über unseren nächsten Schritt nachdenken, bevor wir loslegen.
War diese Schattenkreatur mit diesen Köpfen wirklich das Monster? Unsere Zukunft ist ganz schön düster, wenn wir nichts dagegen tun. Ich meine, ich bin zu jung, um zu sterben. Ich würde auch gerne mal in diesen... Ich würde auch gerne mal diese Pinseltechniken selber einsetzen. Ja. Du hast diese schattige Kreatur auch nicht allzu sehr angeknurrt. Du hast das Monster schon mal vor langer Zeit besiegt, oder? Ich wette, dein Mitstreiter Nagi war der stärkere von euch beiden. Oder vielleicht war dieser legendäre Sake wirklich der Hammer? Ha. Stimmt, es muss der Sake gewesen sein. Emmy, es gibt wieder diesen legendären Sake in jenem Dorf, oder? Und ist es nicht auch Zeit für das jährliche Fest des Dorfes? Lass uns mal nachsehen gehen, ob wir einen Schluck von diesem Spezialgebräu bekommen können. Es wird uns vielleicht gut tun. Und außerdem ist ein schönes Fest immer eine nette Abwechslung. Wenn ich es schaffe, Sakuya ein wenig betrunken zu machen, dann vielleicht... Emmy, ich fühle mich wie neu geboren. Lass uns gehen. So, das erste, was wir machen, ist mal den Goldstaub auszuprobieren. Hier. Damit kann man Waffen stärker machen. Und ich hoffe mal, dass das merklich ist. Jetzt haben wir die Lebensperlen verstärkt. Können wir denn... Weiß ich gar nicht, können wir die denn mehrfach verstärken? Bringt das da was? Aha, dann kann man nur... Kann das immer nur einmal tun. Okay, dann halte ich das zweite Mal noch zurück, weil ich weiß noch gar nicht, ob es denn sinnvoll ist, zwei Gebetperlen ausgerüstet zu haben als Hauptwaffe und Nebenwaffe. So, wir wissen, denke ich, wo wir als nächstes hin müssen, in dieses Dorf aus dem Anfangsgebiet. Da findet ja das Fest statt und von dort aus können wir auch zur Mondhöhle gelangen. Das kann ja hier auch noch alles Gras stören. Ist das auch wie bei Zelda, dass ich daraus... Was bekommt man tatsächlich? Witzig. Und wenn wir gleich bei einem Händler vorbeikommen, müssen wir doch auf jeden Fall wieder unseren Vorrat an Items aufstocken. Wir haben jetzt wieder Glück bekommen, aber wir haben 137, wir brauchen aber 150, damit wir unsere Geldbörse aufwerten können. Es würde mich interessieren, ob es hier neue Aufgaben gibt, neue Nebenquests. Ach du meine Güte, diese große Windmühle am Windschrein dreht sich wieder. Wie wundervoll es ist, dass alles wieder normal wird. Das Dorf wird wieder voll sein mit Leuten, die den Schrein besuchen. Aber das ist jetzt gar nicht wichtig. Okay,
Da vorne haben wir einen Händler. Neugier. Will das Blue-Mädchen mir vielleicht was sagen? Hallo, kleines Hühnchen. Rate mal, was passiert ist. Die Flügel der Windmühle drehen sich wieder. Die Blumen sehen so glücklich aus in der frischen Brise. Okay, auch schön. Dann können wir wohl erstmal das Dorf verlassen. Wie gesagt, auf jeden Fall nochmal zum Händler hier gehen. Vielleicht lockt die funktionierende Mühle ein paar Leute an. Das ist meine Chance, mein Geschäft anzukurbeln. Auf jeden Fall habe ich einen guten Service zu bieten. Ja, bitte einkaufen. Ah ja, Mehrung von Münzen, die brauchen wir ja zum Schnellreisen. Aber davon haben wir erstmal genug. Was wir brauchen. Oh, 1500 Yen kostet das pro Stück, aber wir brauchen davon halt auf jeden Fall ein paar. Müssen wir ein bisschen Geld investieren. Muss ich vielleicht ein bisschen grinden, dann off-cam. Damit wir wieder genug Geld haben. So, was wir jetzt machen, ist zu einer Meerjungfrauenquelle zu gehen. Damit wir wieder in das Anfangsgebiet kommen. Ich glaube, hier die Steine konnte ich doch auch immer. Genau, und dann kriege ich hier auch ein bisschen Loot. Denn Loot ist gut. Sehen. Vielleicht treffen wir auch einen Dämon an, um mal die Lebensperlen auszuprobieren, wie die sich machen. Da haben wir einen. Nochmal eine Eisenfliegenes Vieh. Okay, das war erstmal nicht verkehrt. Aber wo finden wir denn jetzt den Schnellreisepunkt? Hier haben wir einen. So, wie war das? Wir müssen da, glaube ich, nur... eine Münze einsetzen. Oh, Digga. Ah, hab ich das jetzt? So, jetzt müssen wir noch auswählen, wo wir hin wollen. Wir wollen ins Shinshu-Feld. Zurück im Shinshu-Feld.
zu unserem nächsten Ziel. Sieht so aus, als ob es jeden Moment anfangen würde zu regnen. Vielleicht gibt es sogar einen Sturm. Ob das vielleicht was zu bedeuten hat? Bringt das sowas, wenn wir jetzt auf den Tag stellen? Warum ist es so dunkel? Die Sonne scheint doch, oder? Okay, also es ist kein gewöhnliches Gewitter. Dann lass uns erstmal zurück ins Dorf gehen. Zum alljährlichen Festival. Das nenne ich mal einen Vollmond, wenn ich so darüber nachdenke. Findet nicht das Kameki-Festival zum Vollmond in diesem Jahr, zu dieser Jahreszeit statt? Oh nein, sie werden den ganzen Sarg ohne uns austrinken, wenn wir uns nicht beeilen. Komm schon, Emmy, lass uns verschwinden. Ich hoffe mal, dass wir noch rechtzeitig ankommen. So, zurück in Kameki. Hey, was machen denn all die Leute vor Sansos Haus? Susano, komm sofort raus. Du musst uns da einiges erklären. Wie konntest du den heiligen Sake, der für Konohama gedacht war, austrinken? Hä? Was hat Susano getan? Du kannst rauskommen, Susano. Wir sind nicht wütend auf dich. Du wirst schon einen Grund gehabt haben, den ganzen Egg Purification Sake auszutrinken. Das ist schlecht. Warum hast du den ganzen Egg Purification Sake ausgetrunken, Alter? Mir doch egal, ob er was Besonderes war. Ich konnte einfach nicht anders. Ich musste einfach was trinken. Nun, es war kein normaler Sake. Und es ist doch kein normales Fest. Es ist genau 100 Jahre her, seit Nagis und Shiranui's großem Sieg. Wir sind sogar mit einem wunderbaren Vollmond gesegnet. Wie konntest du nur etwas so verabscheuungswürdiges tun? Lass mich allein. Lass mich alle in Ruhe. Nagi und sein Flohsackfreund sind mir total egal. Ich bin Susano, der größte Krieger aller Zeiten. Es ist kein Tropfen Aid Purification Sake mehr übrig? Susano hat sich wie ein Verrückter benommen, als er zurückkam. Er trank den heiligen Sake aus und hat sich dann in seinem Haus verkrochen. Der ganze heilige Sake, den Kushi gebraut hat, ist weg. Warum hat er das so getan? Das ist schrecklich. Ich meine, der Eight Purification Sake war es, der in der Legende den Tag gerettet hat. Der Zeitpunkt hätte nicht schlechter sein können. Mit der Rückkehr von Orochi und so. Oh.
dieser verfluchte Orochi. Es ist alles meine Schuld. Ich bin für das ganze Unglück verantwortlich. Das stimmt, Una. Weißt du, in was für Problemen wir jetzt stecken, ohne den heiligen Sake? Ich weiß, wer die unverzeihbare Tat in der Mondhöhle begangen hat. Ich war es, der Orochi in die Welt zurückgebracht hat. Ich habe die völlige Zerstörung über die Welt gebracht. Wovon spricht dieser Narr da? Ich konnte diese Geschichte, dass ich ein Nachfahre Nagis bin, einfach nicht mehr hören. Ich wollte beweisen, dass alles nur eine Lüge ist, indem ich das Schwert Tsukuyomi entfernte. Aber die Legende war wahr und ich habe das unsagbar Böse entfesselt. Und der Fluch hat... Kleine Sekunde. So, sorry, weiter geht's. Und der Fluch hat sich über ganz Nippon erschreckt. Das ist verrückt. Du hast das Schwert entfernt, das den fürchterlichen Orochi gefangen hielt. Ich bin vor Angst zurück ins Dorf. Dann habe ich den Zugang zum Dorf mit einem Felsen blockiert und habe mich unter der Erde versteckt. Danach habe ich versucht, nach da und dort zu fliehen, aber die Götter ließen mir keine Ruhe. Überall starrten sie mich an. Sie ließen es mich wissen, dass sie mir niemals vergeben werden. Zumindest nicht, bis ich den verfluchten Orochi besiegt habe. Ich wusste, dass Tsukuyomi entfernt wurde und die Mondhöhle verschwunden war. Aber wenn das, was Susanoo sagt, stimmt, dann würde das ja bedeuten, Orochis Ritus der Opferung. Am Abend des Vollmondes erschien der Aid, der achtköpfige Lindwurm, und der verfluchte, weißgefiederte Pfeil markierte das Haus der auserwählten Jungfrau. Es ist genauso, wie die Legende es erzählt. Wenn wir die auserwählte Jungfrau nicht opfern, dann wird das gesamte Dorf vom Angesicht dieser Erde ausradiert.
Susano, du bist kein Feigling. Wenn du die Götter... Wenn dir die Götter sagen zu kämpfen, dann bist du der Einzige, der es schaffen kann. Du kannst es. Schließlich hast du mich gerettet, oder? Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Ich weiß, dass du kommen wirst. Warte, Goshi. Du wirst doch nicht... Seht, mein Donnergebräu. Der große Nagi machte Orochi betrunken und besiegte ihn. Mein Sake ist mein Leben. Bestimmt kann es sogar Orochi betrunken machen. Hey, Kushi, warte. Die wird doch nicht alleine zu Orochi gehen, oder? Nein, Kushi, warte. Okay, die Ereignisse überschlagen sich. Das heißt, wir sollten zur Mondhöhle gehen. Oder zur ehemaligen Mondhöhle. Zu dem, was von der Mondhöhle noch übrig geblieben ist. Bist du okay, Süße? Versuch nicht, mich aufzuhalten, Sohn. Und du auch nicht, Schneeflocke. Wenn das von Orochi gewählte Opfer davonläuft, dann wird eine Katastrophe über Kamiki kommen. Aber das ist nicht der Grund, warum ich das tue. Was? Es gibt so viel Leid auf der Welt. Ich werde uns mit meinem Sage von dieser bösen Bedrohung befreien. Bist du verrückt? Wir reden hier über den verfluchten Orochi. Diese Einstellung wird dich noch umbringen. Glaubst du wirklich, dass du mit einem kleinen Krug Sage gewinnen kannst? Ja, Isun. Ich schätze, ich bin verrückt. Es ist die einzige Möglichkeit. Mein Sake ist die einzige Lösung. Ich gehe. Und ich werde das Monster mit meinem Sake besiegen. Not on my watch. Nicht du auch noch, Emmy. Verdammt, warum plusterst du? Warum plustert ihr euch so auf? Girl Power, Bro. Es gibt keine Hoffnung zu gewinnen. Nun, sagt nicht, dass ich euch nicht gewarnt habe. Okay, schöne... Escort-Mission. Stellt sich mal so, wenn wir uns jetzt nicht in Kämpfe... verwickeln lassen. Aber wir können offensichtlich gerade auch nicht sprinten. Doch, doch. Okay, ist das überhaupt der richtige Weg? Wir müssen ja... Nee, es ist irgendwie nicht richtig. Wir kriegen das schon hin. Uns nun nicht in Kämpfe bewegen lassen. Können wir denn buddeln?
Scheiße. Na, hau ab. Kollege. Jetzt sind wir schon mal auf der richtigen Spur, aber da ist ein Dämon, der uns wahrscheinlich in den Kampf wecken will, aber das lassen wir nicht zu. Ist ja alles in Ordnung. Dachte schon. Da ist die Transportmission, Escortmission fehlgeschlagen oder so. Da kommt noch ein kurz und das ist. Wie viel Glück haben wir eigentlich? Ach ja, 137. Uns fehlt noch ein bisschen was. 150 brauchen wir, um die Geldbörse zu vergrößern. Aber wir wollen uns jetzt erstmal um die Mondhöhle kümmern. Achso, du hast die Nebenquest mit der Monsterliste. Ich wusste, du würdest kommen, Amaterasu. Ich nehme mal an, du hast dein Rendezvous mit dem zu opfernden Mädchen genossen, oder? Das geht dich nichts an, du möchtest gern Prophet. Das ist der Lin vom Kristall, den er uns gestohlen hat. Nun, die Mondhülle ist offen. Du hast deinen Teil erfüllt. Jetzt überlasse den Rest mir, Amaterasu.
Warum du? Was soll das bedeuten? Bedeuten? Sagt dir das Sprichwort wie eine Rute zum Licht irgendetwas? Ich meine, du bist freien Willens hier reingegangen, nicht? Natürlich ist nur eine weitere Person dazu bestimmt, außer dem Opfer reinzugehen. Ich schätze, du zielst nicht wirklich. Mein kleiner springender Freund. Haha. Verdammt! Sieht so aus, als wären wir wieder reingelegt worden, Emmy. Aber hattest du nicht geplant, diese Höhle trotzdem zu betreten, Darling? Es ist an der Zeit, für dich zu scheinen, Amaterasu. Und jetzt lass mich noch eine Prophezeiung machen. Es ist der Vollmond. 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 Jo. Ah, tut mir leid, Darling. Das war nicht wirklich einer meiner besten. Goodbye. Ha, schätze, wir stecken hier fest. Aber wir hatten ja eh geplant, uns diesen Orochi zu kümmern. Hör auf damit, Emmy. Es hat keinen Sinn. Gucken wir uns hier mal um.